Gutscheinaktion zur Stärkung der Kaufkraft vor Ort. Mit einer weiteren Gutscheinaktion will man die Kaufkraft in Bruck an der Mur weiter stärken. Ab 5. Mai erhalten alle Kunden 20% auf den Kauf von Bruck-Gutscheinen. Wir sind wieder in Planung, dass wir eine Gutscheinaktion auflegen, so wie wir es schon 2020 nach dem ersten Lockdown hatten. Das heißt, wir werden hier wieder rund 250.000 Euro plus 20% in Gutscheinen auflegen, die in Brucker Betrieben dann einzulösen sind. Und da werden wir uns auch wieder einen entsprechenden Anschub für die Brucker Wirtschaft, wenn denn hoffentlich alle wieder aufsperren dürfen. Am 5. Mai ist es also soweit, dass man als Privatperson Brucker Gutscheine kaufen kann. 20% günstiger. Wie ist das zu verstehen? Wir schlagen wieder 20% auf, wie beim letzten Mal. Das heißt, es ist ein nettes Körperlgeld, das man sich hier verdienen kann. Wir haben es limitiert diesmal auf 300 Euro pro Person plus 20%. Das heißt, man kann aus 300 Euro 360 Euro machen. Und ich glaube, das ist eine gute Aktion. Und vor allem ist es eine Aktion, die der Brucker Wirtschaft direkt zugutekommt. Und die wird es brauchen, speziell wenn dann auch die Gastronomie wieder aufsperren darf. Ich glaube, dann sollten wir auch wieder das zeigen, dass wir zu Bruck stehen. Verkauft werden die Aktionsgutscheine am Mittwoch, den 5. Mai von 11 bis 19 Uhr sowie am 6. und 7. Mai von 8 bis 16 Uhr im Verkaufsstand auf dem Kolomon-Wallisch-Platz. Außerdem können die Gutscheine ab 5. Mai auch online bestellt werden. Die Gutscheine können aber nur von Privatpersonen und nicht von Firmen gekauft werden. Auf der Murinsel, genauer am Tennisgelände, wird zurzeit eifrig gebaut. Denn die Trendsportart Paddle Tennis hält Einzug in der Sportstadt Bruck. Für den Bau dieser Sportanlage hält der ESV Tennis Bruck und seine Partner 160.000 Euro bereit. Was wird hier genau entstehen? Eine weitere Sandanlage? Hier im Hintergrund eine Paddle-Anlage, das ist eine Sportart, eine neue Sportart, die ursprünglich aus Spanien kommt, eine Mischung aus Tennis und Squash, eine Trendsportart, die auf zwei Plätzen angeboten wird, auf einem Quarzsand, in einem Käfig quasi, der aber nach oben hin offen ist, kann man auch am Abend spielen, ist also Flutlicht mit dabei und es ist eine Ergänzung des bestehenden Angebots zu den 15 Freiplätzen dazu und zu den drei Hallenplätzen. Paddle-Tennis, inwieweit ist das mit Tennis vergleichbar, beziehungsweise kann man damit auch den Bewegungsablauf fördern? Absolut, es ist natürlich für jeden, der Ballgefühl hat, ist es die richtige Sportart. Es ist leichter als Tennis, es ist auch nicht so schwer wie Squash, sage ich einmal, aber man muss es einfach einmal probieren. Aber es wird im Doppel gespielt, nicht im Einzel und es steht der Spaß im Vordergrund. Und ich glaube ganz einfach, es geht nicht darum, da jetzt große Turniere und so weiter zu spielen und die Konkurrenzsituation in den Vordergrund zu stellen, sondern da steht der Spaß im Vordergrund. Und wir wollen damit vor allem jene ansprechen, die einfach sich gern bewegen, die gern Sport machen und die einfach etwas Neues ausprobieren wollen. Und ich glaube, dass wir da sehr viele Leute haben, die das interessiert. Wir haben schon Anfragen von Fußballern, von Handballern, die ganz einfach vielleicht nicht immer Tennis spielen wollen, aber vielleicht diese Sportart ausüben wollen. Und in weiterer Folge hoffen wir natürlich trotzdem, dass wir im Verein dann mehr Mitglieder haben, weil wenn du Paddle-Tennis spielst, wirst du dann irgendwann einmal auch auf den Sandplatz wechseln. Jetzt hat man die Halle neu errichtet vor einigen Jahren, jetzt wird heraußen gearbeitet. Gibt es da irgendwo vom Platz her jetzt überhaupt noch die Möglichkeit weiter zu expandieren? Absolut, wir haben 24.000 Quadratmeter hier auf der Murinsel und man sieht ja im Hintergrund die Arbeiten an den neuen Paddle Courts. Wir haben eine große Wiese direkt auf unserer Anlage, wo wir gesagt haben, was machen wir damit? Und jetzt gab es eben die Idee, diese Paddle Courts zu errichten. Wir haben aber noch weiteres Potenzial, daneben wollen wir auch ein Spielgerät aufstellen, wo wir die Motorikfähigkeiten unserer Kinder schulen wollen. Und wir haben darüber hinaus auf den früheren Plätzen 16 und 17 ebenfalls noch einmal ein paar hundert Quadratmeter, wo wir theoretisch weitere Dinge machen könnten. Die Brucker Tennisanlage platzt aus allen Nähten, deswegen wird hier umgebaut. So viel Andrang im Tennissport? Ja, auf jeden Fall. Also Tennis ist das letzte halbe Jahr leider geschlossen gewesen und nicht möglich gewesen für die meisten Menschen. Aber es war im Vorjahr schon ein großer Zuspruch für uns und wir erwarten heuer auch wieder einen Anstieg der Mitglieder. Wie schaut es mit der Jugend aus? Jetzt gibt es ja Dominik Thiem. Ist das ein Ansporn für Junge, Tennis zu lernen?
Ja, auf jeden Fall. Der Profisport, also wann immer es in Österreich jemanden gibt, der einfach sehr, sehr gut spielt, so wie der Dominik Thiem momentan, ist es mit Sicherheit ein Ansporn für alle Jugendlichen. Sie sind einfach präsent in den Medien, man sieht sie im Fernsehen und Jugendliche wollen das natürlich auch für sich selbst irgendwo erobern. Ihr habt ja ein Leistungszentrum. Wie schaut es mit diesem Leistungszentrum aus? Genau, wir haben seit einigen Jahren schon ein Leistungszentrum hier. Wir sind auf der Anlage, wir haben sehr, sehr viele Jugendliche, wir haben auch sehr viele gute Leistungsspieler mittlerweile. Einige von denen haben Gott sei Dank auch im Winter trainieren dürfen, also die sind voll im Training und sie brennen alle aufs Feuer. Für einen Verein ist es immer sehr wichtig, viele Mitglieder zu haben und das Angebot sollte auch stimmen. Woher kommen die vielen Mitglieder? Eigentlich aus der gesamten Region, das heißt natürlich hauptsächlich aus Bruck an der Mur, aber auch aus Kapfenberg, aus Leo. Aus dem Mürztal. Wir haben auch Mitglieder aus Graz, also es erstreckt sich über die gesamte Hochsteiermark, über die gesamte Obersteiermark und wir sind hier sehr breit aufgestellt. Wir haben auch ein regionales Leistungszentrum hier in Bruck an der Mur, wo wir Jugendliche aus dem gesamten Bezirk herbekommen und insofern sind wir, glaube ich, gut aufgestellt. Jetzt hofft man im Verein, dass die neue Trendsportart gut angenommen wird und darüber hinaus der eine oder andere sich auch für den Tennissport im Allgemeinen begeistert.